Netanyahu sagt, er habe den Termin für die Rafah-Offensive festgelegt und Deutschland steht wegen Waffen für Israel vor dem Internationalen Gerichtshof. Atomkraftwerk Saporischschja. Internationale Atomaufsichtsbehörde warnt vor einer möglichen Katastrophe nach Beschuss. 120 Jahre Entente Cordiale. Französische und britische Truppen tauschen Wachen aus. Von Mexiko bis Kanada. Millionen Menschen bewundern totale Sonnenfinsternis. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat gesagt, das Datum für die Bodenoffensive in Rafah im Gazastreifen stehe fest. Doch die USA versuchen weiterhin, ihn von diesem Plan abzuhalten. Afternoon, everyone. We have made clear to Israel that we think a full-scale military invasion of Rafah would have an enormously harmful effect on those civilians and that it would ultimately hurt Israel's security. So it's not just a question of Israel presenting a plan to us. We have made clear to them that we think that there is a better way to achieve what is a legitimate goal, which is to degrade and dismantle and defeat the Hamas battalions that still remain in Rafah. Gleichzeitig steht Deutschland wegen seiner Waffenlieferungen an Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag und verteidigt dort seine Position gegen die Klage Nicaraguas. Und die UNO in New York berät über die Vollmitgliedschaft Palästinas. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass die USA im Sicherheitsrat dem Antrag zustimmen. Nachdem sich Israels Armee aus Khan Yunis im Gazastreifen zurückgezogen hat, sind tausende palästinensische Familien in die zerstörte Stadt zurückgekehrt. Mehr als 33.000 Menschen sind in dem seit 6 Monaten andauernden Krieg ums Leben gekommen. 11 Angriffe der Husi-Rebellen konnten bisher dank der EU-Operation Aspides im Roten Meer abgewehrt werden. Insgesamt wurden 68 Schiffe eskortiert, so die erste Zwischenbilanz der vor knapp 2 Monaten zum Schutz der internationalen Schifffahrt gestarteten Mission. Seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas haben die jemenitischen Houthi-Rebellen mehr als 80 Angriffe auf Handelsschiffe durchgeführt, als Akt der Solidarität mit den Palästinensern. Aus Sorge vor den Attacken nehmen die Reedereien seitdem oft den 10 bis 14 Tage längeren Umweg über das Kap der Guten Hoffnung vor Südafrika. Die Kosten verdoppeln sich dabei. The Houthis clearly position themselves, it's not a secret, as defenders of the Palestinian cause. And this certainly has given them increased popularity in the wide Muslim world. From our side, we just want to ensure freedom and security of navigation. And we hope that we could control the situation and this will not expand to a wider geographical zone. 13% des weltweiten Handelsverkehrs seien zuvor durch das Rote Meer gegangen. Täglich nutzten 70 Schiffe die Route durch den Suezkanal. Durch die Angriffe der Husi-Miliz hat sich der Schiffsverkehr in der Region etwa halbiert. Folgen sind Lieferengpässe, ein Anstieg des Ölpreises und generelle negative Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung weltweit. Bei den Einsätzen seit Februar seien 9 Drohnen, ein unbemanntes Roboterschiff und 4 ballistische Raketen abgefangen worden. Die EU-Marinemission Aspides ist aber rein defensiv ausgelegt, so der griechische Kommandant. We are not attacking them, though we could, let's say, but we have a different mandate. So if you see it on the military perspective, what we are doing is the worst case, let's say. It's the more difficult part. We have to wait all the time, being shot at. So you have to bear that in mind. So we are patient and we are stick to our mandate. Aspides umfasst bisher 4 Marineschiffe. Insgesamt beteiligen sich 19 Länder an der EU-Mission. Auch die deutsche Bundeswehr ist mit der Fregatte Hessen dabei im Roten Meer im Einsatz.
Die internationale Atomaufsichtsbehörde hat 3 direkte Treffer gegen die Sicherheitsbehälter des Hauptreaktors des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja bestätigt. Rafael Mariano Grossi, Leiter der Atomaufsichtsbehörde, verurteilte den Angriff. Solche Angriffe erhöhen das Risiko eines schweren nuklearen Unfalls erheblich, sagte Grossi. Er appellierte an russische und ukrainische Entscheidungsträger, grundlegende Prinzipien zum Schutz von Atomanlagen zu beachten. Russland hatte die Ukraine für den Angriff verantwortlich gemacht. Ein Mensch ist bei dem Drohnenangriff getötet worden, wie die Atomaufsichtsbehörde mitteilte. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Laut Atomaufsichtsbehörde könnte das Sicherheitssystem des Reaktors beeinträchtigt sein. In der litauischen Hauptstadt Vilnius ist ein deutsches Vorkommando von 20 Bundeswehrsoldaten eingetroffen. Sie sollen die Stationierung einer Gesamtbrigade von 4.800 Streitkräften vorbereiten, die die NATO-Ostflanke stärken soll. Wenn alles nach Plan läuft, wird die Litauen-Brigade 2027 einsatzbereit sein. Bisher wurden noch nie so viele deutsche Soldaten dauerhaft im europäischen Ausland stationiert. Deutsche Truppen in einem Nachbarland Russlands? Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach von einer Eskalation der Spannungen und der Entstehung neuer Gefahrenzonen. Peskow betonte, Russland sei gezwungen, außerordentliche Maßnahmen zu ergreifen, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius verabschiedete die Mitglieder des Vorkommandos der Litauen-Brigade am Flughafen in Berlin. Er sagte, sie würden Neuland betreten und versprach eine gute Ausrüstung der neuen Einheiten. Ist Kernenergie die Antwort für eine grüne Umwelt? Tschechien plant, in 25 Jahren aus der Kohleenergie auszusteigen, um den grünen Übergang zu beschleunigen. Die Regierung wird die größte Investition seit dem Sturz des sozialistischen Systems tätigen. Sie hat 6 Milliarden Euro für den Bau von 4 neuen Kernreaktoren zugesagt. Bei der Ausschreibung konkurrieren 2 Unternehmen, die französische Firma EDF und das südkoreanische Unternehmen KHNP. Dlouhodobě stabilní, nízké ceny energie jak pro občany, tak pro rozvoj energetiky a průmyslu, tak určitě budoucnost je v obou dvou těchto jaderných elektrárnách navýšit tento výkon a zkombinovat to s obnovitelnými zdroji. Chinesische und russische Unternehmen wurden bei der Ausschreibung hingegen ausgeschlossen. Laut einer exklusiven Ipsos Euronews-Umfrage sind die Tschechen nach den Polen die EU-Wähler, die sich am wenigsten um den Klimawandel sorgen. Nur für 34% ist es eine Priorität, sich für das Klima zu engagieren. 21% sind dagegen. Großbritannien und Frankreich haben 120 Jahre der Entente Cordiale gefeiert. Es ist ein diplomatisches Abkommen von 1904, das den Weg für die Zusammenarbeit der beiden Länder im Ersten und Zweiten Weltkrieg ebnete. Britische Soldaten nahmen an einer feierlichen Zeremonie vor dem Élysée-Palast teil. Der französische Präsident Emmanuel Macron nutzte den Anlass, um per Videokonferenz mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak über die militärische Zusammenarbeit der beiden Länder zu sprechen. Gleichzeitig nahmen französische Soldaten an einer Zeremonie vor dem Buckingham Palace in London teil. Ein Zeichen der Solidarität zwischen Großbritannien und Frankreich inmitten des Krieges in der Ukraine. Es war das erste Mal, dass ein Land, das nicht zum Commonwealth gehört, an einer Zeremonie des Wachwechsels teilnahm. In Rumänien hat ein Block rechter Parteien seine Kandidatenliste für die Europawahlen im Juni eingereicht. Damit fordern sie sowohl die jetzige Koalition als auch die aufstrebenden rechtsextremen Kräfte des Landes heraus. Zurzeit regieren die sozialdemokratische PSD und die bürgerlich-konservative PNL das Land. Votul din 9 iunie este un vot decisiv pentru că el poate să dea semnalul voinței de schimbare în România. Că țara nu aparține triburilor care au ocupat statul și instituțiilor publice, ci că țara aparține cetățenilor români.
Die neue Vereinigte Rechte Allianz besteht aus den Parteien USR, Fortschritt und BNP. USR ist eine liberale Partei. Die beiden anderen Parteien sind rechtspopulistisch. Analysten zufolge könnte das neue Bündnis bei der Europawahl am 9. Juni 6 Sitze gewinnen. Millionen Menschen in Nordamerika haben die Sonnenfinsternis bewundert. Unzählige sind zu dem Himmelsspektakel gereist. Die totale Sonnenfinsternis erstreckte sich von Mexiko über die USA bis nach Kanada. Ein seltenes Naturspektakel, das sich so von Küste zu Küste erst in 21 Jahren wieder ereignen wird. Die Finsternis begann an der Pazifikküste Mexikos und bewegte sich auf Texas und 14 weitere US-Bundesstaaten zu. For us, there was something special about being kind of out here in the woods, up on a hill, watching it the way you might have watched it 10,000 or 100,000 years ago. There's a way in which the experience we just had is the exact same experience that people have been having since the dawn of human beings. Die Sonnenfinsternis dauerte bis zu 4 Minuten und 28 Sekunden, fast doppelt so lang wie bei der Sonnenfinsternis in den USA vor 7 Jahren. Der Mond verdeckte die Sonne vollständig und brachte die beobachtenden Menschen auf der Erde zum Jubeln.